kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? Ihr Sohn stochert im Teller, verteilt den ganzen Salat auf dem Tisch. Sie versuchen cool zu bleiben, sagen, mit Essen spielt man nicht. Ihr Sohn versteht es aber als Aufforderung, Spaghetti an die Wand zu rühren. Jetzt werden sie energisch und sagen, halt, Schluss, stopp, sonst gehst du ins Zimmer. Jetzt will sie ihren Sohn aber wissen und testet ihre Nerven und ihre Grenzen. Er fährt an seine Schwester zu boxen und leert den Sirup auf den Teppich. Der Rest ist schnell erzählt von dieser Geschichte. Ihre Tochter schreit, sie schreit und das Kind wandert ins Zimmer, allein einmal mehr über den Mittag und das Handy nehmen sie ihm auch noch weg. Völlig falsch, sagt Psychologin Nadine Zimmet. Es strafen immer eine kurzfristige, aber nie eine nachhaltige Wirkung. Wie man es anders macht und wie Erziehung ohne Strafe funktioniert, das erfahren Sie aus dem grossen Dossier Erziehung ohne Strafe. Wie geht das? Kinder haben vor allen möglichen Sachen Angst. Vor dem Mann mit dem Bart, vor Wespen und Hunden oder wenn sie allein in den Keller müssen. Ängste bei Kindern und Jugendlichen sind weit verbreitet und eigentlich etwas völlig Normales in der Entwicklung. Wenn die Angst aber den Alltag anfängt zu dominieren, dann ist es Zeit für professionelle Hilfe. Wir sagen Ihnen, was Sie als Eltern machen können, wenn Ihr Kind sagt, Mami, ich habe Angst. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen ohne Internet. Wenn ich eine nackte Frauenbrust sehen wollte, musste ich mich durch das Altpapier wühlen, in der Hoffnung, vielleicht auf einen Playboy zu stossen. Heute sind nackte Tatsachen im Netz nur einen Klick entfernt. Und bereits 13-Jährige konsumieren die härtesten Pornos auf ihren Smartphones. Welchen Einfluss hat Pornografie auf die Sexualität von Jugendlichen und auf ihre Beziehungen? Wir haben einen Sexualforscher zum Interviewbett. Das und vieles mehr in der Dezemberausgabe vom Schweizer Elternmagazin Fritz und Frenzi am 10. Dezember am Kiosk und im Netz.